Moment wird es etwas kurzatmig alles. Erst Pferdefleisch in der Lasagne und in anderen Fleischprodukten, dann falsche Kennzeichnung von Eiern. Und jetzt reden wir über hochgiftige Schimmelpilze in Futtermitteln. Ganz konkrete Sorgen über die Gesundheit müssen sich die Verbraucher, aus meiner Sicht nicht machen. Aber das zeigt natürlich, welche weltweiten, europaweiten Verflechtungen gerade in der Ernährungs- und Agrarwirtschaft wir haben. Teilweise in welche Abgründe wir schauen und die Verbraucher und Verbraucher eben nicht klar wissen, was sie da kaufen. Und das muss unser Ziel sein, das, was wieder klar ist. Verbraucher und Verbraucher müssen klar erkennen können, was sie kaufen und dürfen auch nicht gefährdet werden. Naja, wenn Haltungsbedingungen der Tiere so angepasst wird, dass sie ins System passen, also dass die Schweineschwänze nicht als Ausnahme, sondern in der Regel gekürzt werden, dass Ferkel kastriert werden, dass Qualzucht stattfindet, das heißt, dass Tiere so gezüchtet werden, dass sie Leistung im Übermaß bringen, dass sie sich nicht mehr auf ihren eigenen Gliedmaßen halten können, dann stimmt das System nicht. Dann muss das System auch geändert werden und dann ist das System eben nicht tier- und artgerecht, sondern hier sind bestimmte ökonomische Zwänge, die im Vordergrund stehen und nicht die Tiere, die wir ja auch in unserer Verfassung besonders geschützt haben. Also in der Regel ist das ganz vielfältig, natürlich tagesaktuell als Minister, der für den Verbraucherschutz und für die Verbraucherinnen zuständig ist, in dem gut und richtig informiert wird, in dem richtig kontrolliert wird. Aber wir müssen hier eben auf einen langen Weg gehen. Das fängt an bei der Bauordnung vor Ort, dass der Auswuchs der größten Ställe nicht mehr zugelassen wird, dass wir bestimmte Anforderungen auch der Umwelt formulieren, was das Wasser und die Luft angeht. Das haben wir auch getan mit der Düngeverordnung oder mit den Filteranlagen. Dass wir aber auch die europäische Agrarpolitik intensiv so verändern müssen, dass Tierschutz und Greening im Vordergrund steht und vor allem, dass das Geld der Verbraucherinnen und Verbraucher durch bessere Kennzeichnung so eingesetzt wird, dass sie mit ihrem Einkaufszettel auch eine klare Regierungserklärung machen können.